27.6 neue Multifunktionsarena für Spitzensport und Spitzenveranstaltungen. Hier ist Einreicher die SPD-Fraktion und Frau Sturm stürmt nach vorne zur Einbringung. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Die Magan Arena ist derzeit eine Sportstätte für Breitensport und Spitzensport. Es trainieren über 13 Sportvereine aus unterschiedlichen Sportarten dort in jedweder Altersgruppe. Seit vielen Jahren haben wir massive Sanierungsprobleme und natürlich auch einen Sanierungsstau für die Magan Arena, weshalb wir uns ja im Jahr 2020 für eine Sanierung entschieden haben. Leider ist heute im Jahr, beziehungsweise aus 2023 ist dieser Antrag, ist im Jahr 2023 bereits klar geworden, dass die aktuellen Sanierungspläne nicht den Anforderungen der Vereine entspricht, die dort trainieren. Die damaligen Beschlüsse waren vor allem ausgelegt auf den DSC, die Dresdner Volleyballdamen im Spitzensport, und etwas vergessen wurden unter anderem die Kapazitäten, die zum Beispiel die Titans brauchen, um in die erste Liga aufzusteigen. Denn die Pläne aus dem Jahr 2020 erweitern zum Beispiel die Kapazitäten nur von 3.000 auf 3.500 Zuschauerplätze, die Titans benötigen aber 6.000. Unser Vorschlag heute In unserem Vorschlag liegt zugrunde, eine neue Multifunktionsarena in Dresden zu schaffen, die einerseits im besten Falle außerhalb der Stadt liegt, um diese Sportstätte, die mindestens 6.000 Plätze umfassen soll, auch eine Veranstaltungsstätte für Kulturveranstaltungen werden soll. Als Beispiel habe ich in meiner Begründung die Quarterback Arena in Leipzig genannt. Und hierfür möchten wir, dass verschiedene Standorte geprüft werden, nämlich unter anderem auch das Gelände am Flughafen in Leipzig. Wir möchten in einem zweiten Punkt den aktuellen Beschluss, den wir gefasst haben, zur Sanierung der Magan Arena aufheben. Was ist denn los? Ach so, ja, naja, die Quarterback Arena Leipzig. Genau, nein, nicht Flughafen Leipzig. Nein, wir möchten natürlich am Flughafen Dresden bauen. Aber danke für die Korrektur. So ist das hier in der letzten Sitzung, da kommt man auch mal schnell durcheinander. Also, wir möchten den Beschlusspunkt, im Beschlusspunkt 2 den aktuellen Beschluss aufheben. Ich weiß, dass das vielen Bauchschmerzen macht, weil die Sorge besteht, dass jetzt die Magan Arena hinten runterfällt. Nein, das wollen wir nicht. Und auch der Eigenbetrieb Sport hat zugesagt, dass wir die Magan Arena definitiv im Bestand sanieren und im besten Fall weiterhin für den Breitensport, da dass wir uns wirklich für den Spitzensport nochmal eine neue Lösung überlegen, bevor wir 40 Millionen ausgeben und dann zu dem Ergebnis kommen, es reicht nicht. Wir möchten gerne unseren Beschlusspunkt 3 ändern. Wir hatten einst im September geschrieben, dass wir gern bis 30. Juni 2024 ein Konzept für die Beschlussfassung einer solchen neuen Multifunktionsarena haben wollen. Ich drehe mich jetzt mal um und gucke, ob er nickt oder positiv nickt oder negativ. Mein Vorschlag wäre jetzt vielleicht der 31.3.25. Okay, also dann würde ich jetzt hiermit beantragen, im Punkt 3 den 30.06.24 auf den 31.03.2025 zu ändern und werbe natürlich hiermit um Zustimmung für unseren Antrag. Dankeschön. So, und damit steigen wir ein in die Rednerrunde. Es wird beginnen die Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Ja, ich mache es gleich vom Platz aus. Ich möchte um eine punktweise Abstimmung bitten, insbesondere deshalb, weil wir dem Punkt 1 nie zustimmen können. Wir wissen alle, die Finanzen sind knapp bemessen. Wir wollen hier keine Luftschlösser bauen, aber wir werden uns dort enthalten. Wir wollen dem nie prinzipiell entgegenstehen. Deshalb bitte ich um punktweise Abstimmung. Aber ich habe Sie so verstanden, Punkt 1, Punkt 1. Und die anderen kommen zusammen. Genau. Gut. Machen wir dann so, dann Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht. Nein. FDP das Wort gewünscht. Nein. AfD, Herr Gielke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Die Magan Arena, eine nicht enden wollende Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen.
Als ich 2015 als Stadtrat verpflichtet worden bin und die Aufgabe des sportpolitischen Sprechers meiner Fraktion übernommen habe, wurde ich bereits mit dem defekten Dach konfrontiert. Was ist seitdem passiert? Ein Versuch der grundhaften Dachsanierung hat es gegeben, der allerdings abgebrochen wurde, bevor es wirklich losging. Das Gerüst stand schon. Außer Spesen nichts gewesen. Mittlerweile ist die Frage, ob dieses Objekt den Anforderungen, wie sie heute benötigt werden, noch gerecht werden kann. Also was tun? Erstmal einen Prüfauftrag lostreten. Ich bin sicher, dass die 13 Sportvereine und die beiden Hauptnutzer, der DSC Volleyball, der aktuell in der ersten Liga spielt, und der Basketballer Dresden Titans in der zweiten Liga spielt, das ganz toll finden. Schaut man mal auf die Ballsportarena, kann man sich wundern, wie ein privater Investor das so hinbekommt. Und sicher wurde er von der Stadtverwaltung nicht gepusht. Auch ein anderes Baubeispiel wie der Kaufpark zeigt, wie es funktionieren kann. Die beiden Beispiele zeigen, das Wichtigste ist, der Wille, es umzusetzen. Nicht nach Begründungen für das Versagen zu suchen, sondern nach Lösungen. Meine Damen und Herren, es geht, wenn man will. Im SPD-Antrag steht leider nur unter Begründung, dass man dort für den Sportverein eine komplett neue Sportstandort suchen könnte. Ich finde diesen Gedanken klasse. Was kann man unter diesen Umständen mit der Margon Arena machen? Auch eine gute Frage, die leider nicht wirklich beantwortet werden kann. Jedoch ist konsequentes Handeln für die nächste Legislatur wichtig, und das wünsche ich der nächsten Legislatur. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Nein. CDU? Frau Wagner steht bei mir. Ist nie. So, dann sind wir durch die Fraktionsrunde. Weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung. Da ist beantragt, den federführenden Ausschussbericht separat in Punkt 1 abzustimmen. Das würde ich zunächst machen, und dann wird man den Rest der Punkte 2 bis 4 abstimmen. Und bei 3 weise ich noch mal darauf hin, das würde ich jetzt redaktionell einfach hier übernehmen, dass wir auf das Datum ändern, auf den 31.03.2025. So, wer dem Punkt 1 des federführenden Ausschussberichtes folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 41 Ja, 1 Nein, 6 Enthaltungen. Dann kommen wir zu den Punkten 2 bis 4 des federführenden Ausschussberichtes. Wer hier folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 48 Ja, 1 Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen.